Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 3, denn ich spiele das. Und zwar habe ich ja mal vor kurzem in der Community eine Umfrage gestartet, ob ihr auch mal ein Szenario in der Passenger, aus der Passenger-Sicht erleben wollt. Und ich habe das jetzt mal in Angriff genommen und befinde mich hier in oder am Wuppertaler Hauptbahnhof. Und muss jetzt hier natürlich erstmal einen Zug finden, der auch in die Richtung fährt. Zu den Bahnhöfen fährt, die auch vorhanden sind, weil es bringt ja nichts, wenn wir hier in einen Zug steigen, der nach 500 Meter praktisch aufhört. So, der fährt nach Rheine, Schwellen, Ennepetal, Hagen. Den könnten wir doch nehmen. RE7. Der fährt allerdings erst um 5.52 Uhr, das ist ein bisschen spät. Wo fährt der denn hin? Der fährt nach Krefeld. Das ist jetzt auch nicht unbedingt unsere Richtung. Aber wir können ja mal runtergehen und schauen, ob wir einen Zug erwischen, der meinetwegen bis nach Hagen oder so fährt. Den gehen wir hier mal runter. Vielleicht erwischen wir den ja noch, gucken, wo der überall drüber fährt. Aber die Anzeige da hinten. Der schließt schon die Türen, oder? Ja. Krefeld. Ne, der fährt auch Solingen und so. Das kriegen wir eh nicht hin. Für Solingen und Köln, Messe, soweit können wir nicht fahren. Von daher hat sich das Thema dann auch schon wieder erledigt. Gehen wir mal hier, versuchen wir mal hier oben rüber zu gehen. Da fährt ein Zug ein. Mit der hinfährt. Hagen Hauptbahnhof. Damit könnten wir doch fahren. Den könnten wir doch. So, den könnten wir ja nehmen. Ich würde sagen, da steigen wir mal ein, aber vorne. Fällt ja eigentlich ab. Jetzt. Okay, die Frage hat sich damit auch beantwortet. So, dann steigen wir mal ein hier. Und dann fahren wir einfach mal bis Hagen. Ihr seht es da, die S8 Hagen Hauptbahnhof. Vielleicht können wir ja gleich noch einen anderen Zug nehmen, wenn wir eine Station weiter sind. Schauen wir mal. Schön wäre es ja, wenn es wirklich so Szenarien gibt, in denen man wirklich als Passagier fahren könnte mit Umstieg. Also praktisch, dass man wirklich irgendwo hinfährt und dann aussteigen muss. Und umsteigen, das wäre wirklich schön. Also seht ihr, der Sonnenaufgang, es ist 5 Uhr früh, ist wunderschön. So. So, die ständigen Unterbrechungen tun mir leid, aber ja, macht man nichts, ne? Meine Familie hat. So, wie gesagt, die Sonne geht auf. Langsam wird es Tag an diesem 31. Juli 2023. Mein erster Urlaubstag. Mich selber gewundert. Ich dachte eigentlich, ich hätte erst ab morgen Urlaub. Aber ja, so kann man sich täuschen. Aber umso schöner, dass wir jetzt, dass ich jetzt schon Urlaub habe und euch dieses Video hier präsentieren kann. Wie gesagt, ich habe mal vor kurzem eine Umfrage gestartet, ob ihr das, ob ihr damit einverstanden seid, beziehungsweise ob ihr das auch gerne sehen wollt, dass ich mal eine Fahrt aus dem, aus der Passenger-Sicht mache. Und ja, ihr wart da ziemlich deutlich für. Ich glaube 67% oder irgendwas in der Richtung. Und dann habe ich mir gedacht, gut, machen wir das so, setze ich das mal um. Und heute ist der Tag gekommen, an dem wir hier mal mit der S8 von Wuppertal Hauptbahnhof nach Hagen Hauptbahnhof fahren. Über Wuppertal Oberbahn, wo wir hier gerade sind. So. Jetzt nicht unnötig aussteigen hier, weil ich nicht weiß, wie lange wir hier Aufenthalt haben. Aber
Wir sind in Oberbarm, das kann ich euch versprechen. Da steht's. Der Unterbarm. Entschuldigung, mich vertan, das ist Unterbarm. Oberbarm kommt noch. Gut, dann setzen wir uns wieder auf unseren Platz. Ist sowieso jetzt wieder Abfahrt. Das ist mein Handy, das mache ich immer schnell auf lautlos. So. Aber schön, wie die Sonne aufgeht, wie sich das hier so ein bisschen den Gleisen, das Licht immer mehr wird und so. Ich liebe das, so Sonnenaufgangsszenarien oder Sonnenuntergangsszenarien, die sind einfach wunderschön. Und ich finde auch solche, solche Fahrten einfach gegen Sonnenaufgang, die finde ich einfach wunderschön. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht mir das Herz auf. Ui, ui, das war aber zu viel, zu schnell. So. Wunderschön. Wunderschön. Da fährt sie, unsere S8 nach Hagen Hauptbahnhof. Auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Gibt ja drei verschiedene Strecken, wo das Wort Ruhr drin steckt. Einmal Rhein-Ruhr-Osten, einmal nur Rhein-Ruhr und einmal Ruhr-Sieg-Nord. Also da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Aber dies hier ist die Strecke Rhein-Ruhr-Osten, Wuppertal bis Hagen. Das dürften wir in Oberbarm sein, wenn ich jetzt nicht täusche. Das dürfte jetzt Oberbarm sein, oder? Gucken wir gleich mal nach. So, auch hier halten wir. Selbstverständlich. So, dann können wir hier mal schauen, was wir hier so für Züge einfahren. So, das sind wir natürlich. Wuppertal-Langerfeld, Schwellenwest und so weiter. Hagen Hauptbahnhof Ziel. Hier fährt gleich die S8 in die Gegenrichtung ein, nach Mönchengladbach. Und wir sind in Wuppertal-Barmen. Ja, dann kommt Oberbarm gleich. Müsste die nächste Station auf jeden Fall Oberbarm sein. So, hier sind plus zwei Bahnsteige. Ihr seht es selber. Also hier kommt gleich die Gegend. Ja, da ist noch ein Bahnsteig. Wo ist denn? Die müssten ja in die entgegengesetzte Richtung fahren. Hier kommt die RB 48, 6.13 Uhr. Und hier kommt die RB 48 nach Bonn-Mehlem um 6.39 Uhr. Vorher kommt hier um 6.05 Uhr der RE 4 nach Dortmund. Mhm. Bringt uns auch alles nichts. Also wie gesagt, wir müssen schon in unserer S8 bleiben. Wir haben Ausfahrt. Weiter Richtung Sonnenaufgang. Wunderschön. Gehen wir mal da die Treppe hoch. Oh, schaut euch das an. Das ist doch wunderschön, oder? Was ein saugeiles Bild. Mega schön. Das ist so einfach eine Traumhaft. Da schlängelt sich unsere S8 entlang. Gen Sonnenaufgang. Das ist doch einfach nur wunderschön, oder? Schaut euch das bitte mal an. Dazu die Brücke da oben. Das ist einfach nur schön. Und genau das ist TSW. Genau das ist TSW. Diese Perspektiven. Das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Entschuldigt meine Wortwahl, aber es ist einfach nur geil. Ich liebe sowas. Da geht die Sonne auf. Es ist einfach nur wunderschön. Ach. So. Wir haben den Platz gewechselt, seht ihr? Du saßt doch vorhin da, ne? Egal. Und sowas als auch Bauhaus. Das ist lizenziert. Wunderschön. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Bauhaus ist auch ein Kunde von uns. Das schon mal so nebenbei. Dann. Ja. Das dürfte aber Oberbarm sein.
Jetzt dürften wir aber Oberbarm sein. Oder? Das dürfte Oberbarm sein. Ja, sag ich doch. Jetzt haben wir es doch erreicht. Ich wollte sagen, Oberbarm kommt noch. So, schließen wir wieder die Tür. Und hier wieder hin. So, dann dürften wir auch jeden Moment Ausfahrt haben. Oh, ist auch ein sehr schöner Baumarkt. Ihr kennt die mit Sicherheit. Aber je näher ich gehe, desto mehr blendet die Sonne. Stehen schon ein paar LKWs, wahrscheinlich zum Entladen. Oder Laden, wer weiß. So, wir scheinen ja etwas länger Aufenthalt zu haben. Ja, mal schauen, wann wir hier Ausfahrt haben. 5.11 Uhr. Ja, das haben wir. Das passt. Dann kommt jetzt noch Wuppertal Langenfeld. Langerfeld, Schwelm West, Schwelm und dann wahrscheinlich Hagen. Also 1, 2, 3 Stationen noch. Dann kommt Hagen. Schön. Schaut euch das bitte mal an. Ist das nicht ein geiles Bild? Der sich so in die, durch den Bahnhof schlängelt, durch die Weichen, durch die Kurven. Ist doch einfach nur geil. Sagt, da ist das Zwergsignal auf Rot gesprungen. Jetzt geht es da leicht den Berg hoch. Schaut es euch an. Ein Bild zum Träumen. Einfach ein Bild zum Träumen. Wunderbar, wunderbar, wunderschön. Ich liebe sowas. Ach, scheiße. Fuck, das wollte ich so nicht. Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Hä, was ist denn jetzt los? Was zum... Warum... Warum bin ich aus dem Zug raus? Ey, ich glaube, ich spinne. Was geht denn jetzt ab hier? Warum? Und du Kälte da vorne. Ich glaube, ey, jetzt geht's ganz ab. Da werde ich aus dem Zug geschmissen. Geht's noch oder was? Ich schon viel erlebt, aber sowas noch nicht. Das ist wirklich geil. Wo sind wir denn überhaupt? Erstmal einsteigen, damit er mir nicht wieder davon fährt. Wir sind jetzt in Langerfeld, ja. Geht's noch oder was? Schon viel erlebt, aber das noch nicht. Wege. Stimmt denn mit dir jetzt nicht? Bist du irgendwie jetzt so was genommen oder? Warum zum Teufel? Was? Was ist mit dir denn jetzt falsch hier, Kollege? Warum? Ist jetzt unter den Gläubigen gegangen oder was ist mit dir kaputt? Warum zum Teufel stehst du da wie so eine Marionette auf den Sitz? Leute, was ist denn jetzt hier wieder los? Ich will doch nur als Passagier mitfahren. Ich kann mich nicht mal mehr hinsetzen. Ach, ja. Tja. Ich weiß ja nicht. Vielleicht bleibe ich besser jetzt drin im Zug. So, nächste Station dürfte dann Schwelm West sein. Also Leute, hier passieren wieder komische Dinge in diesem Szenario. Ich habe das so nicht geplant. Ich schwöre. Das passiert einfach.
denn das da für ein Gebäude? Scheint so eine Art Firma zu sein. Das sind natürlich wieder ordentliche Kunstwerke, wie ihr seht. Tja, und unser Lokführer schwebt, beziehungsweise steht auf dem Sitz. Warum? Auch immer. Es ist halt so. Was soll ich machen? Das ist wieder so eine richtige Abenteuerfahrt, habe ich das Gefühl. Also das dürfte Schwelm sein. So, Schwelm, Gevelsberg, West Gevelsberg, Kipp und dann kommt irgendwann Hagen. Aha. Ist auf jeden Fall jetzt Schwelm West. Als nächstes kämen wir dann Schwelm, Gevelsberg West, Gevelsberg Kipp, wahrscheinlich noch Gevelsberg Hauptbahnhof und dann Hagen Hauptbahnhof. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Schade, dass wir so wenig KI-Verkehr haben. Das ist also Schwelm West. Sehr lebhafte Stadt oder sehr schöne Stadt, wie auch immer. So, da ist eine Firma. Weiß jetzt nur nicht genau in welcher Branche, aber es ist eine Firma. So, 5.17 Uhr sollen wir hier Ausfahrt haben. Haben wir. Ah ja, das hat er gehört. So, dann geht's weiter. Gen Hagen. Ja, unser Kollege hier hat ein Problem, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber ja, ihr seht es selber, ne? Nur ganz richtig ist das mit Sicherheit nicht, wie er da steht. Aber ja. Hat halt ein Problem. So, dann dürfen wir jetzt in Schwelm einfahren. So sieht also die BR422 von oben aus. Falls ihr das noch nicht wusstet. Klimaanlage und so weiter. Und da oben, also nee, praktisch da, wo die beiden, ja, wie nennt man die Dinger? Generator oder Umspanner? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dieses rote. Was ihr da hinten links so ein bisschen seht, das rote, das ist der Hauptschalter. Der ist nur leider nicht animiert. So, glaube ich, dieses rote, wo dieses etwas, wo diese Verdickerung da dran ist. Ihr wisst, was ich meine, ja. Da hinten ist halt dann der Hauptschalter. Der nur leider nicht animiert ist. Deswegen sieht man das nicht, wenn man den betätigt. Wir haben Ausfahrt. Aus Schwelm. Nächste Station,
Gevelsberg West. So, hinein in den Tunnel. Wunderschön, wunderschön. S-Bahn Rhein-Ruhr, Deutsche Bahn. Ah, Gegenverkehr. Dürfte der Gegenzug sein, der unter anderem nach Wuppertal fährt. Aber was mit unserem Lokführer jetzt los ist, kann ich euch wirklich nicht sagen. Steht da wie ein Heiliger. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht könnt ihr mir sagen, was in den gefahren ist. Ich kann es euch leider nicht sagen. So, ich glaube, wir dürften uns Gevelsberg nähern. Man kann eigentlich auch nicht viel sehen. So, das dürfte die Gevelsberg West sein. Und schaut mal, auch wieder so eine Firma. Gevelsberg West. So, Ausfahrt. Nächste Station, Gevelsberg Kipp. Dürfte das jetzt sein, die nächste Station?
Und die Sonne geht immer weiter auf, es wird Tag im Ruhrgebiet, Rhein-Ruhr-Osten. So, das dürfte Tipp sein. Das ist jetzt doch das Kipp, oder? Ja, das ist Kipp. Da steht's. Liebesberg Kipp. Was sieht denn, was macht denn unser Freund hier vorne? Ist immer noch hier am Kreuz genagelt? Jo. Na, ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich glaube, er ist von uns gegangen und wir fahren. Werden durch einen imaginären Lokführer gesteuert hier, weil er hat's, glaube ich, hinter sich. Nächste Station, Gebelsberg Hauptbahnhof. Die Sonne hat jetzt schon einiges an Höhe erreicht, wie ihr seht. So, die Landschaft wird auch immer schöner, so das dürfte dann schon der Hauptbahnhof sein. Kommt uns der nächste Zug entgegen. Sag ich ja, gebe es bekommt man. So, wir nehmen an, hat Ausfahrt. Sollten wir auch gleich haben. Ja, 5:28 Uhr. Der kommt noch Gebelsberg knapp. Hagen, Westerbauern, dann noch ein anderer Hagen. Alte Stelle und dann Hagen und Bahnhof. So, 5:28 Uhr. Das ist in dieser Sekunde soweit. Ich finde diese Strecke eine wunderschöne, also es ist eine sehr, sehr schöne Strecke, sehr landschaftlich, sehr, ja, auch sehr industriell verbaut. Also es kommen einem viele Firmen da entgegen, beziehungsweise kommt man zu sehen, so würde ich sagen. Und die S8 ist eh schön, auch die Baureihe 422. Die ganze Strecke geht von Wuppertal Hauptbahnhof. Über Wuppertal Oberbarmt, unter anderem Schwelm, Gebelsberg, dann bis Hagen Hauptbahnhof und in die umgekehrte Richtung natürlich. Und, es gibt da sehr schöne Fahrplanmodus-Szenarien, wo man halt auch die ganze Strecke fährt.
zum Beispiel S8, diese Fahrzeug hier. Hier gibt es sehr, sehr schöne Szenarien. So, das dürfte dann jetzt gleich Gevesbeck Cup sein oder knapp. Kann ich denn jetzt nicht mehr laufen? Ich verstehe es nicht. Kann ich mit dem Controller nicht mehr laufen? Egal, das war das einfach so. So, als nächstes fahren wir dann schon in den Hagener Raum rein. Und noch ein paar Vorhaltestellen von Hagen Hauptbahnhof. Und dann kommt halt die Endhaltestelle Hagen Hauptbahnhof. Oder schon die nächste Station. Die erste Vorhaltestelle von Hagen. Und zwar Hagen. Es kommt noch Hagen Heuben, Hagen Beringhausen, noch ein Hagen, dann kommt endlich Hagen Hauptbahnhof. Und wir sind hier in Hagen Westerbauer. Also es kommen noch ein paar Haltestellen, bis wir endgültig in Hagen Hauptbahnhof angekommen sind. Hagen Heubing, das nächste Station.
Wunderschön. Wunderschön. Auch eine geile Aussicht, oder? Mega. So, das dürfte Hagenheubing sein. Auch nicht so besonders viel los. Ich vergesse jetzt an diesem Montagmorgen. In diesem frühen Montagmorgen, genau zu sein, noch vor 6 Uhr. Dreiundzwanzig. Soweit sind wir schon wieder. Erste Jahreshälfte ist rum. Ja gut, die ist eigentlich schon seit 30.06. rum. Wenn es genau nimmt. Aber ja, nicht mal mehr, ja doch, 4 Monate und 24 Tagen ist Heiligabend. Das muss man sich mal reinziehen. In 4 Monaten ist das Jahr wieder rum. Man kann sich das kaum vorstellen. Klein das alles wirkt. Wahnsinn. So, dort scheint ein guter Umschlagsplatz zu sein, ihr seht's. Die Firma mit jede Menge LKWs und Gleisanschluss. Wunderschön. Wir kommen Hagen Hauptbahnhof immer näher. Ihr seht es an der Bebauung. Es wird immer industrieller und immer städtischer. Die Bebauung nimmt immer mehr zu und das Landschaftliche wird mehr und mehr verdrängt. So, das ist der nächste Vorort. Gleich in den Hagener Hauptbahnhof einfahren. So wollte ich es doch haben. Wunderschön. Wunderschön. Ach, dass da oben noch Gleise herführen. Das ist einfach nur traumhaft. Wer kann mir denn sagen, welche Linie da oben fährt?
Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, was so um für den Zug herfährt, für eine Linie, beziehungsweise nicht für eine Linie, sondern für einen Umlauf. Zug gibt es ja keine Linie. Fällt der gerade über Rot? Nee. Oder? Ich hoffe doch nicht. Nee, das Signal ist für das Nachbargleis. Okay, alles klar. So, ist das jetzt der Hagener Hauptbahnhof? Sieht fast so aus. Wo sind wir hier? Hagener Hauptbahnhof, wir haben es tatsächlich erreicht. Das war unsere Fahrt von Wuppertal nach Hagener Hauptbahnhof als Passagier. Eine etwas abenteuerliche Fahrt, wenn ich das mal so anmerken darf. Nicht zuletzt liegt das daran, dass unser Lokführer hier ein Problem hat. Ihr seht es selber. Sondern wir wurden auch noch aus dem Zug geschmissen, mussten unserem Zug hinterherrennen. Wieder mal ein Szenario, ja, das dann ein bisschen sein Eigenleben angenommen hat. Aber dem ist dann halt so. So, fährt er jetzt weiter? Wahrscheinlich fährt er jetzt weiter. Und zwar Beringhausen und so weiter. Fährt jetzt nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. 6:01 fährt er hier ab. War das denn schon? Nee. Ja, auf jeden Fall endet unsere Reise hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich wünsche euch noch eine sehr, sehr schöne, angenehme Woche. Jeder, der arbeiten muss, geschafft. Tut nicht zu viel. Ich für meinen Teil habe jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub. Freue mich da sehr drüber. Ich werde euch von Zeit zu Zeit immer mal wieder Videos präsentieren, damit ihr da auch Bescheid wisst. Jetzt, wo ich die Zeit habe, ich werde natürlich auch ein paar Tage mit meiner Familie verbringen, auch mal den ganzen Tag. Und wie gesagt, ihr werdet es merken, wann immer ich Zeit habe, werde ich euch Videos präsentieren. Und ja, wenn es euch dieses hier gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich hoffe, euch geht's gut, bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und